Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf meinem Channel gelandet seid. Ich habe ein kleines Problem und zwar hat sich vor ungefähr, ja, 3 Wochen mein Navi abgeschossen, das Navi CCC. Und zwar fing es irgendwie an, dass es einmal wieder ausgegangen ist und dann hing es irgendwie im Bootloop fertig und man hat, also fest und hat nur dieses BMW-Logo gesehen. Dann habe ich einmal kurz den Motor ausgemacht, Motor wieder angemacht, neu gestartet und das Navi hat ganz normal hochgefahren. Einen Tag später steige ich ins Auto ein, alles läuft perfekt ohne Probleme. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir den Auspuffumbau für den Kollegen da N3, für den Quatsch N53er mitgebaut haben. Und dann bin ich da hingefahren, kam ich an, auf einmal, boop, Navi weg. Und dann hing es wieder im Bootloop und hat mir das BMW-Logo gezeigt. Und dann habe ich irgendwie mit der Tastenkombination, zwar mit die Jack-Taste und den An-Aus-Knopf oder Lautstärke-Knopf gedrückt. Dann hat er irgendwie mal die DVD ausgeschmissen, eingeworfen, hat resettet, aber irgendwie hing er immer wieder im Bootloop fest. Bis es irgendwie dann so weit gegangen ist, dass er gar nicht mehr das BMW-Logo angezeigt hat. Er zeigt aktuell nur noch einen weißen Screen. Dann knackt es einmal kurz über die Aux-Lautsprecher, also über die Lautsprecher einmal ganz kurz. Und dann war es das im Endeffekt. Also das Navi ist aktuell nicht mehr zu gebrauchen. Hab mich irgendwie angepisst. Ich habe das Navi dann rausgeholt. Ausgebaut aus dem Auto und das ganze Ding war komplett auseinandergebaut. Und zwar habe ich dann komplett aufgemacht. Ich habe ein, zwei Fotos, ein, zwei Videos noch dazu, die werde ich mal hier gleich einblenden. Und habe dann zugesehen, dass ich die DVD rauskriege, die beiden, die ich da drin hatte, einmal im DVD-Laufwerk und einmal im Navi-Laufwerk. Das habe ich komplett alles auseinandergebaut und rausgezogen und wieder zusammengebaut. Und gehofft irgendwie, dass wenn die DVD raus ist, dass sich da irgendwie was ändert und irgendwie sich was richtet. Hat auch zu keinem Erfolg geführt. Dann bin ich den Tipp nachgegangen, dass man mal so ein bisschen die Platine erhitzt mit einem Heißluftföhn. Erst mit dem Föhn, dann habe ich einen Heißluftföhn mir noch besorgt. Hab das damit probiert und weil es manchmal ist, dass es kalte Lötstellen gibt, die sich dann durch das Erhitzen wieder neu verbinden. Ich habe es 4 oder 5 Mal versucht in unterschiedlichen Wärmestufen. Also ich habe mich da langsam herangetastet. Und ich habe einfach keine Lösung hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen, dass es läuft. Also es läuft immer noch nicht. Es bleibt eigentlich nur noch eine einzige Sache über, die man selbst machen könnte. Und zwar wäre das, die Kondensatoren zu tauschen. Da gibt es bei eBay so ein Kondensatoren-Kit mit Lötkolben sogar, weil ich habe keinen. Kostet, glaube ich, 27 € als Komplettprogramm. Und ich weiß nicht, ob ich mich da noch rantraue. Im Endeffekt kann man natürlich jetzt perfekt auf CIC umbauen oder auf NBT Evo, aber hier, ne, müsst ihr wissen, das ist nicht ohne der ganze Spaß, weil man die alten Teile nicht mehr verkaufen kann, weil sie am Arsch sind. Und ja, ich habe mir überlegt, ich weiß, man kann das reparieren, die meisten Leute wollen aber kein geöffnetes Gerät haben, also das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite hatte ich keinen Bock auf ein repariertes Gerät von irgendeinem Typen, weil ich von anderen Leuten gehört habe und das mir auch bestätigt wurde, dass die Reparatur, die sie vornehmen, nicht nachhaltig ist. Also ich habe von 5 Leuten mittlerweile gehört, dass die Navis nach der Reparatur sich nach 2 oder 3 Wochen wieder aufgehängt haben. Dann mussten sie das Ganze wieder ausbauen, wieder einschicken, eine Woche warten oder über eine Woche warten, bis die es wieder heile gemacht haben. Dann kriegst du es wieder zurück. Und das heißt, du fährst irgendwie 2 Wochen wieder oder eine Woche mit einer Baustelle rum als Auto, baust es wieder ein und hast keine Garantie, dass es dann wieder hält. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, das irgendwie selber aufzumachen und selber mal zu probieren. Und ja, im Endeffekt weiß ich nicht, was jetzt Sache ist oder wie ich damit weitermache. Scheiße ist keine Freisprecheinrichtung, keine Musik aktuell. Jumpman an der Ferse, Jumpman bis ich sterbe. Navi habe ich sowieso nicht großartig benutzt, war aber halt nice to have. Und ja, das ist ein bisschen so eine Sache. Das kann man natürlich perfekt auf CIC umbauen, wie ich sagte. Aber so die Fixpreise, ich habe auch keinen Bock, irgendeinen Polen-Scheiß zu kaufen, irgendwie liegen halt bei 1,3 Komplettprogramm. Ist halt schon ein bisschen Kohle, die ich eigentlich lieber in was anderes investieren würde. Deswegen weiß ich noch nicht, wohin die Richtung geht und was ich mache, ob ich noch versuche, die Kondensatoren zu tauschen als finalen Schritt, ob ich das nochmal angehe oder ob ich mir einfach ein gebrauchtes Navi CCC nochmal kaufe. Aber ich habe gehört, dass das CCC ab 2007 oder so ein kleines Update bekommen hat. Und zwar gibt es einmal vorne die Favoritentasten. Einmal hat man dieses Doppellaufwerk.
und dann einfach keine Knöpfe und dann hast du einmal das Doppellaufwerk und Knöpfe 1 bis 8, glaube ich. Und das ist das geupdatete Version, das soll stabiler laufen als die, sag ich mal, erste Generation des CCC Navis. Kostet dann 300 € das Einkodieren, dann irgendwie nochmal 20 €. So, ich habe mir das schlau gemacht. Wäre auf jeden Fall die günstigere Variante. Und ich hätte im Endeffekt endlich wieder Musik- und Freisprecheinrichtungen. Denn mit dem CEC kenne ich mich jetzt nicht großartig aus. Ich weiß auf jeden Fall, ich will, wenn ich dann das drin habe, Freisprecheinrichtungen haben. Ich will da über Musik Bluetooth hören, also über Bluetooth direkt Musik hören, wie das bei meinem Vater in meinem Auto ist. Ich steige ein, connectet sich sofort das Handy, es läuft sofort die Mucke. Dafür braucht man, glaube ich, die Combox, dann gibt es auch noch die Mulf und sonst was. Ich bin jetzt nicht ganz im Fach und ich habe gerade keinen Bock, mich da großartig reinzulesen. Und ich denke mal, tendenziell werde ich nochmal, ja, vielleicht die Kondensatorentausch in Betracht ziehen und oder das geupdatete CCC-Navi kaufen. Das nur irgendwie so als Update. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen, vielleicht ist euer Navi auch schon mal kaputt gegangen, vielleicht habt ihr irgendwelche Erfahrungen, die ihr teilen könnt oder wollt oder habt gerade auf CIC umgebaut und habt ein altes CCC über, was ihr mir geben könnt oder sowas. Würde mich mal interessieren, was bei euch abgeht, ob ihr Erfahrungen habt, ob ihr auch schon mal was getauscht habt, ob ihr umgebaut habt vom CCC auf CIC oder sogar auf MBT Evo, also auf die ganz neue Generation. Das geht nämlich auch, wie ich gehört habe, ist halt noch ein Stück teurer. Und ja, lasst mal ein bisschen was von euch hören. Mich ärgert das auf jeden Fall. Ich bin seit 2 oder 3 Wochen musikfrei unterwegs, aber iPhone regelt. Also ich wünsche euch was, gute Fahrt, das was hören. Also Peace.